Ich stehe eigentlich am Morgen um 6 Uhr auf, mache mich bereit und gehe um 6:30 aus dem Haus. Von den meistens etwa um 6:45 an zu arbeiten. Ich arbeite dann bis um 4:30, 5 Uhr. Ich gehe nachher direkt ins Training. Ich habe etwa um 6:30, 7 Uhr meistens Training. Und dann nach dem Training fahre ich wieder heim und bin etwa um 10 Uhr daheim. Am Dienstag und am Donnerstag kann ich einfach nur am Morgen von 10 Uhr bis 12 Uhr noch zusätzlich ins Training gehen. Wochenende ist meistens Match. Ich spiele in 2 Mannschaften. Zum einen beim HSC in der U19 und Zwolle in der ersten Mannschaft. Dann haben wir meistens an beiden Tagen am Wochenende Match oder ein paar Mal trifft es auch 2 Matches an einem Tag. Ich bin Geomatiker und bin darum draussen und drinnen. Ich gehe raus und nehme Daten auf und tue sie dann am CAD verarbeiten. Ich arbeite deswegen auch sehr gerne mit dem CAD zusammen und ich habe ein tolles Team und fühle mich sehr wohl. Ich habe eigentlich genug Zeit, weil ich bin ein Mensch, der sehr gerne beschäftigt ist und nicht gerne Langeweile hat. Und darum kann ich eigentlich das sehr gut unter einen Hut bringen, da ich auch mit der Schule, wo ich einfach 10 Wochen am Stück kann, kann Schule, Sport und Arbeiten trennen. Ich habe sicher gelernt, mit Druck und Stress umzugehen und dass ich immer schön strukturierten Tagesablauf habe und das auch einhalte. Im Beruf ist sicher die Arbeit. Ich mache die Arbeit sehr gerne und auch die sozialen Kontakte passen mir. Und im Sport ist, dass ich mich einfach jeden Abend noch vom Alltag abschalten kann und mich noch auspowern kann. Sportlich ist sicher mein Ziel, mindestens in ACB, vielleicht auch in ACA zu spielen. Und jetzt noch die 1,5 Jahre und 19 noch gut zu nutzen. Und dann beruflich wollte ich jetzt noch einen guten Abschluss machen, habe noch 2,5 Jahre Lehre und nachher schaue ich noch, was die Zukunft bringt. Eniva, Energie einfach nachhaltig.